braucht es eigentlich wirklich die Veröffentlichung der RKI-Akten, damit Menschen endlich kapieren, dass man niemals die Ausbreitung einer angeblich ansteckenden Krankheit verhindern kann, indem man Kinderspielplätze mit Flatterband absperrt? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Bewusst Aktuell 298. Es ist der 14. April 2024. Die Themen: Drohnenangriffe auf Israel. Wird die Menschheit die archaischen Konflikte überwinden können? Selbstbestimmungsrecht. 83% der Rassismusfälle Berlins sind unbestätigt. Reifenverschleiß bei E-Autos vielfach höher. Manifest gegen Einseitigkeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Kriminalstatistik schön geredet, Zahl der Straftaten von jugendlichen Ausländern explodiert. Tagesschau berichtet über Kirschblüte in Japan, aber nicht über Messerangriff auf vierjähriges Mädchen. Schellenberger sagt, Korrektiv soll in den Wahlkampf eingreifen. Klimaklage vor Europäischen Menschenrechtsgericht, Fahrverbot, um Klimaziele zu erreichen und vieles mehr. Ja, ich hoffe, wir haben alle die Sonnenfinsternis gut überstanden. Was wurde alles vorher gesagt? Ich habe ja einiges auch berichtet mit NASA und CERN und so weiter, was so kursiert ist. Ich war aber eigentlich total entspannt. Sonnenfinsternisse gibt es öfter und was da alles rein interpretiert wurde. Die einen haben den Aufstieg erwartet jetzt durch diese Sonnenfinsternis oder vielleicht danach. Ich habe jetzt noch nichts davon gemerkt. Die anderen eben, dass die dunklen Kräfte wirklich da versucht haben. Und das soll wohl auch so sein, dass sie zu dieser Zeit wirklich versucht haben, etwas zu erreichen, wo sie die Kontrolle wieder gewinnen, wo auch dann wieder Gelder fließen sollen. Aber all dieses ist nicht geschehen. Also ich bin immer der Ansicht, dass wir da entspannt bleiben sollten, denn es sind ganz viele Angstprogramme unterwegs, die quasi uns dauernd vorgesetzt werden. Und viele Menschen, die dann eben auch in die Angst reingehen. Jetzt haben wir natürlich mit dem Iran-Israel-Konflikt und so weiter Angst vor dem Dritten Weltkrieg, was alles kommen kann. Und so viele, die dann auch Stimmen, die ich höre, wo Leute sagen, ja, jetzt erfüllt sich Irlmeier oder irgendwelche Prophezeiungen oder was in der Bibel steht oder was auch immer. Also einige sind immer noch der Überzeugung, dass erstens ganz viele Menschen sterben müssen und dann kommt vielleicht der Erlöser oder sowas. Nein, es kommt kein Erlöser. Die Menschheit erlöst sich selber und muss einfach auch aufhören, diese Dinge zu manifestieren, die geplant sind. Und natürlich gibt es auch die Pläne, ja, die für drei Weltkriege. Ich habe ja schon vor Jahren auch in meinen Büchern drüber geschrieben, die ersten beiden Weltkriege eben genau nach den Plänen. Es gab ja angeblich diesen Fund eines Briefs von den Freimaurern Mancini an Pike oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Und da waren von Plänen für drei Weltkriege die Rede und der dritte Weltkrieg eben ein letzter Kampf, der zwischen Israel und dem Islam stattfinden soll, der quasi so zerstörerisch ist, dass nichts übrig bleibt. Aber ich glaube auch, diese Pläne funktionieren alle nicht mehr. Aber es ist natürlich eine ganz schlimme Situation da und so viele Aspekte davon. Und es ist schwer, überhaupt nicht sich hier vor die Kamera zu setzen und irgendwas dazu zu sagen. Selbst die Leute bei der Tagesschau tun sich schwer damit. Wie soll man das bewerten? Wo geht es hin? Was hat es zu bedeuten? Es hat natürlich im Nahen Osten eben, ist ein Pulverfass die ganze Zeit gewesen, diese ganzen Anspannungen der verschiedenen Religionen, die sowohl normal ausgelebt werden können, als eben auch fanatisch und wirklich bis aufs Blut Glaubenskämpfe und Glaubenskriege und die jetzt hervorbrechen könnten. Es wird natürlich jetzt auch wieder so dargestellt, als wenn der Iran jetzt Angriffskrieg macht, aber natürlich gab es eine Vorgeschichte, dass eben Angriffe von Israel wahrscheinlich auf, also es wird überall wahrscheinlich gesagt, aber unbestritten wahrscheinlich, dass eine Botschaft angegriffen wurde und auch
hochrangige Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden. Und Iran muss natürlich irgendwie reagieren. Und es sind jetzt letzte Nacht. Und ich habe ja gestern gar nicht diese Sendung gemacht, bewusst aktuell. Ich hatte irgendwie, weiß ich nicht den Anfang gefunden. Und dann kamen eben diese Dinge in Israel und in dem ganzen Gebiet, die ich hätte dann gar nicht in der Sendung gehabt oder wo man noch gar nicht weiß, was läuft. Und natürlich weiß ich es jetzt auch noch nicht, kann sich alles stündlich ändern. Also vielfach Drohnen geflogen auf Israel als Reaktion. Und jetzt kann man sagen, das ist schlimm und das provoziert und jetzt schließen sich andere an und egal auf welcher Seite man steht, die Menschheit sollte wirklich einfach erkennen, dass hier bestimmte Kräfte versuchen, etwas loszutreten. Sie wollen, dass das eskaliert, dass es eben möglichst viele Menschen sterben, aber die meisten Menschen wollen es eben nicht und erkennen auch die Kräfte dahinter. Vielleicht nicht die meisten Menschen, aber es ist heute viel mehr Bewusstsein darüber vorhanden, inwieweit die ganze Menschheit seit ewigen Zeiten manipuliert wird, um solche Konflikte eben auszutragen. Und es profitieren immer andere davon, egal ob finanziell oder eben einfach auch mit der negativen Energie, der dunklen Lush-Energie durch Leid und Tod und Schmerz. Drohnen sind interessant, weil Drohnen sind ja vergleichsweise langsam im Vergleich zu Raketen. Also könnte es auch eine wohlwollende Reaktion Irans sein, denn ja, Drohnen fliegen eben relativ langsam und man kann sie deswegen besser abwehren. Das heißt, vielleicht nicht die beste Wahl, wenn man eskalieren will, wenn man wirklich jetzt große Zerstörung anrichten will, ohne dass es abgewehrt werden kann. Raketen, die schneller fliegen, sind schwerer abzuwehren und könnte ein Zeichen sein, dass eben Iran zwar reagieren muss, also das wird man erwarten, zumindest das iranische Volk von der Regierung als Reaktion darauf. Es gibt ja immer noch diese alten Vorstellungen von Rache und Vergeltung und so weiter. Aber das ist vielleicht eine angemessene, oder angemessen, was ist angemessen? Ich frage mich auch immer, wie es beim Fußball heute mal Anschlusstreffer heißt. Obwohl es ein Treffer für die Gegenseite ist und was hat es mit Anschlusstreffer zu tun. Aber gut, also eine angemessene Reaktion weiß ich nicht, aber eine moderate Reaktion. Aber es ist eben so vieles jetzt da, was eskalieren kann, dass sich eben andere Länder da auf die eine oder andere Seite schlagen. Iran sagt natürlich auch immer, USA gehören im Grunde zu dem von Israel kontrollierten Land oder System dazu. Das heißt, es ist im Grunde auch eine Warnung an die USA, jetzt Israel zu verteidigen. Inwieweit das Säbelrasseln ist oder eben wirklich, naja, es gibt eben diese Ansichten, wer der Feind ist, und das sind eben alte Archaiche aus Glaubensvorstellungen. Und ich denke, keiner von uns sollte sich auf eine Seite schlagen, weder auf die Seite der USA noch auf die Seite der Moslems, die ja auch betroffen sind, die im Gazastreifen. Und es sind aber die Palästinenser im Gazastreifen, sind nicht alles Moslems. Dieser ganze Konflikt ist eben ein riesiges Durcheinander, in dem man sagt, das ist die eine Seite, das ist die andere. Es sind aber ganz viele, natürlich erstmal ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Glaubensvorstellungen. Und auch, dass man in Israel sagt, das ist jetzt das Land der Juden oder und alles, alle, die das kritisieren, sind Antisemiten. Nein, ganz viele Semiten sind eben auch unter den Arabern, unter den Palästinensern. Und das sind eben welche, die abstammungsmäßig eben aus diesem Land stammen, während ja ein Teil der Juden eben angeblich kasarisch ist, also erst sehr viel später die jüdische Religion angenommen haben als Stamm der Kasaren, und das aber eine Großüberzahl der kasarischen Juden
in Israel bestimmt und eben da die Macht ausübt, während die sephardischen Juden auch ja, da auch schlecht behandelt werden und auch viele orthodoxe Juden schon oft gegen den Staat Israel sich geäußert haben. Und ich habe ja vor Jahren ein Interview mit Rabbi Josef Antebi gemacht, der eben auch gesagt hat, er ist gegen den Zionismus und viele, gerade orthodoxe Juden, sind gegen den zionistischen Staat und sagen, sie hätten früher in Frieden gelebt mit den Palästinensern und seit der Gründung des Staates Israel. Es gibt es eben diese große Auseinandersetzung. Und wie gesagt, wir sollten uns da nicht auf eine Seite ziehen lassen. Ich weiß nicht, was im Moment, während ich hier aufnehme, alles passiert. Bis jetzt klingt es so, als wenn es noch nicht so viele Tote gegeben habe durch die Angriffe. Also es ist natürlich, es gibt nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes gab es keine Berichte über Verletzungen, die direkt durch iranische Angriffe verursacht wurden. Aber ich weiß nicht, ob das inzwischen sich verändert hat. Und was sagt Deutschland? Und Scholz, in diesen schweren Stunden steht Deutschland eng an der Seite Israels. Sieht wohl auch Geschosse aus dem Jemen und so weiter. Libanesische Medien berichten, dass Israel einen Luftangriff auf die libanesische Stadt Nabi Shaid durchgeführt hat. Und es soll eine Hochburg der Hisbollah sein. Also Israel zieht auch andere Länder mit rein. Und die Russische Föderation streicht Flüge nach Ägypten und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Reuters sagt, Kampfflugzeuge der amerikanischen Luftwaffe schossen einige Drohnen in den Gouvernements Soweida und Dara im Süden Syriens, nahe der jordanischen Grenze ab. Die iranischen Revolutionsgarden bei Al-Jazeera, das amerikanische Regime, ist für die Handlungen der zionistischen Entität verantwortlich, muss die Konsequenzen tragen und so weiter. Also das, ich habe eine ganze Algerien lobt den Iran für seine Angriffe und sichert seine Unterstützung zu. Das Königreich Saudi-Arabien zeigt sich besorgt über die Eskalation in der Region und rief die Parteien zur Zurückhaltung auf. UN-Sicherheitsrat hält am Sonntag eine Dringlichkeitssitzung zum iranischen Angriff ab. NBC berichtet, dass Biden seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck brächte, dass Israel versucht, Amerika in einen Krieg mit dem Iran zu ziehen. Und ja, ich könnte jetzt stundenlang irgendwelche Kurzmeldungen vorlesen. Das ist hier keine Nachrichtensendung. Die Frage ist ja immer, was macht es mit uns? Und wie gesagt, ich habe oft darüber gesprochen, wie man die Menschen über Angst kontrolliert, indem man sie dann in eine entsprechende Richtung lenken kann, wenn die Menschen eben wirklich in der Angst sind. Und meines Erachtens haben wir bewussten Menschen die Aufgabe, gerade diese Ängste, die auch in uns allen irgendwo ja auch aufkommen, anzusehen und ja, zu bearbeiten, versuchen aufzulösen, denn ganz vieles sind auch alte, archaische Angstprogramme, die eben auch aus der Geschichte der Menschheit im kollektiven Gedächtnis oder im Zellbewusstsein oder wie auch immer man das nennen will, vorhanden sind. Und wir können ja hier als Menschen meistens in Gegenden, wo es relativ noch sicher ist, können ja froh sein, dass wir nicht irgendwo im Gazastreifen leben und nichts zu essen kriegen und die Bomben fallen oder in der Ukraine oder wo auch immer Kriege geführt werden im Moment, wo Menschen wirklich sterben oder hungern oder Schmerzen haben und sonst was amputiert werden muss nach irgendeinem Angriff. Das heißt, wir haben hier eigentlich Luxusprobleme, wenn ich sage, wir sollen unsere
Gefühle, die da hochkommen, bearbeiten. Denn es sind nicht wirklich die physischen Schmerzen so sehr, vielleicht beim einen oder anderen auch. Aber ich glaube, ganz viele Menschen, mit denen ich so rede, spüren einfach im Moment, dass diese Gefühle, mit denen manchmal aufwacht, ich habe ja das in der letzten Sendung angesprochen, viele haben da drauf mich bestätigt, dass die manchmal wirklich schrecklich sind, schwer auszuhalten und ganz tief und entsetzlich elend sind, obwohl sie eben jetzt durch äußere Ereignisse gar nicht direkt begründet sind. Das heißt, nochmal, es sind Luxusprobleme, dass wir diese Dinge wahrnehmen können und auch damit arbeiten können, dass wir also sagen können, okay, ich nehme das jetzt wahr, obwohl es eben jetzt keine direkte äußere Bedrohung gibt oder jetzt keine, ja, direkte jetzt in diesem Augenblick, ne, hier ist es relativ sicher, ich kann natürlich nie ausschließen, dass eine Bombe aufs Haus fällt, aber, oder dass auf einmal ein Polizeikommando hier reinstürmt. Ich kann sowas nicht ausschließen, aber eigentlich leben wir relativ gut und empfinden trotzdem diese Dinge, weil sie im kollektiven Gedächtnis sind und haben die Möglichkeit, eben uns das klarzumachen, dass wir entweder aufgrund dieser alten Emotionen immer wieder auch in Vergeltungs- und Rachegedanken kommen, Opfer, Täter, ein endloser Kreislauf, der auch scheinbar endlos über wahrscheinlich viel längere Zeiträume auf der Erde stattgefunden hat, als wir uns das vorstellen können. Aber möglicherweise jetzt sich doch etwas verändert hat im Außen, dass es gar nicht mehr diese starken dunklen Kräfte gibt, sondern einfach nur noch diejenigen, die ja weitermachen, aber eigentlich relativ konzeptlos, wo die Gelder fehlen, die Dinge tun, die sie bisher gemacht haben, hoffen, dass sie dafür bezahlt werden. Irgendwo wird auch natürlich Geld verdient, aber gibt überall Probleme. Und die Kräfte im Hintergrund, die dies und jenes versprochen haben, dass sie dann wiederkommen, wenn das und das passiert ist, die sind längst weg und die kommen auch nicht wieder und die retten auch nicht die dunklen Kräfte und all diese Versprechungen finden nicht mehr statt. Ich glaube, dass es da tatsächlich große Veränderungen gegeben hat, die wir jetzt nicht unbedingt gezeigt bekommen im Fernsehen oder sonst wo. Wie gesagt, einige reden darüber. Kim Gogoin gucke ich immer wieder. Es gibt Dinge, wo ich auch nicht weiß, okay, ist dann, ne? Also ich kann für andere nicht die Hand ins Feuer legen. Ich höre mir aber viele Dinge an und denke, also ich denke schon, dass da irgendwas dran ist, dass es große Veränderungen da in diesen Kreisen gibt und sie zwar immer noch hoffen, dass jetzt zur Sonnenfinsternis oder zu irgendeinem Termin danach wieder irgendetwas geschehen soll, was sie erhoffen, wo sie dann endlich belohnt werden für all das, was sie getan haben und das dann doch nicht stattfindet. Ich glaube, das ist der Fall. Und dass wir also eigentlich schon eine viel bessere Voraussetzung haben für eine bessere Welt. Aber wenn wir unsere Gedanken weiter so damit beschäftigen, was Schlimmes passieren könnte und was ja auch real ist. Ich gucke mir die Dinge hier auch an. Es ist immer eine Gratwanderung, jetzt nicht dauernd in diese Gedanken zu gehen. Also wir haben die Möglichkeit, jetzt unsere Gedanken auch zu verändern. Und das ist eben etwas, was schwierig ist, ne? Also sich selber zu beobachten. Und wie leicht ist das? Wir werden dauernd von anderen Gedanken in andere Gedanken reingezogen. Wir lenken uns auch selber ab und wenn nichts los ist, dann gucken wir aufs Handy und dann schreibt da jemand was und dann drehen sich unsere Gedanken darüber, was der geschrieben hat. Und dann fällt unser Blick auf die Zeitung und dann denken wir darüber nach, was da gerade steht und dann ruft jemand an und dann denken wir darüber nach und jemand hat da wieder was gesagt und wir denken darüber nach. Und unsere Gedanken hängen dauernd und drehen sich dauernd um Dinge, die oftmals mit uns gar nicht viel zu tun haben. Und es ist auch für mich eben immer wieder interessant zu beobachten, wie leicht das auch mir geschieht. Aber je öfter ich mich selber dabei ertappe und mir auf die Schliche komme und sage, Mensch, jetzt
gucke ich schon wieder aufs Handy, ob da irgendwas Neues ist und dann drehen sich meine Gedanken. Aber okay, ich versuche jetzt immer wieder zu mir zu kommen und zu sagen, okay, was ist jetzt für mich hier angesagt? Und wenn ich jetzt angucke, was da in Israel, Iran und Drohnen und überall an Eskalationsmöglichkeiten besteht, dann bin ich nicht bei mir. Es hat, wie gesagt, im Moment mit mir direkt nichts zu tun. Und wir alle und die Menschen als Menschheit sind aber so konditioniert, im Grunde immer zu reagieren auf solche Dinge. Und wir haben aber heute andere Voraussetzungen als vielleicht tausende Jahre vorher. Wir haben heute wirklich auch die Möglichkeiten, aus einer anderen Perspektive auf die Dinge zu gucken. Und die gab es nicht immer so in dieser Weise. Vielleicht für wenige Eingeweihte, die dann aber eben auch in ihren Kreisen waren, wo sie vielleicht Geheimnisse über die Hintergründe bekommen haben, aber dann auch einen Eid geschworen haben, diese Geheimnisse nicht rauszugeben. Und wir müssen uns klar sein, dass über die ganzen ewigen Zeiten eigentlich die Kontrolle der Massen weitgehend in den Händen einiger weniger lag. Und wenn es, ich will jetzt nicht in archaische Geschichten und Tartaria oder was ist, oder altägyptisch oder zig Millionen Jahre vorher eingehen, weil ich da nicht drüber Bescheid weiß, aber wenn wir ein bisschen zurückgucken, dann ist es klar, früher konnte jemand nur viele Menschen erreichen, indem er entweder ja, Geld hatte für Druckpressen und Zeitungen rausgegeben hat und da musste man viel Geld für haben. Das jemand selber, der eine kleine Druckerpresse zu Hause hat und dann versucht, so ein paar Flugblätter zu drucken. Das war eine der wenigen Möglichkeiten, die man hatte, aber auch Geld brauchte. Es gab eben auch Radio und Fernsehen, aber brauchte eben da auch Geld für einen Fernsehsender oder Radiosender aufzubauen. Piratensender, okay, gab es hier und da, aber die Möglichkeit, eben wirklich viele Menschen zu erreichen, so wie ich das jetzt hier auch mache. Und das sind natürlich nicht so viele wie in der Tagesschau. Aber diese Möglichkeiten gibt es erst seit, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder in dieser Art, dass jemand sich irgendwie vor eine Kamera setzen kann. Und es kann heute wirklich eine Webcam sein für 20 € und jeder kann zigtausend Menschen erreichen. Das gab es eben nicht immer. Und auf diesen Kanälen, die natürlich auch die Dunklen versuchen zu kontrollieren und versuchen zu verhindern, dass da allzu viel geheimes Wissen veröffentlicht wird. Aber das gelingt eben nicht und ganz vieles, was wir heute irgendwo finden können, ist eben geheimes Wissen, das eigentlich nie an die Öffentlichkeit sollte. Und all das, was die dunklen Kräfte machen mit ihren Ritualen, mit ihren schrecklichen Dingen und die Verbindungen, die sie dann vielleicht herstellen wollen zu außerirdischen Kräften hier, solche und solche, also es gibt solche und solche überall, oder geistige Entitäten oder einfach die Geldentstehung und die Kartelle, die so vieles kontrollieren, die Massenpsychologie und so weiter. Gut, da gab es früher vielleicht Bücher drüber. Aber wirklich in dem Maße zu verstehen, was auf der Erde vorgeht und das dann eben auch noch weitergeben zu können, so wie ich das jetzt hier mache und viele, viele andere, das ist wirklich eine Errungenschaft der letzten 20 Jahre. Und es macht etwas, dieses Wissen, dieses Bewusstsein darüber, das kann man eben auch nicht wieder zurückbringen. Und ich habe schon öfter gesagt, die dunklen Kräfte möchten eigentlich gar nicht, dass diese Dinge rauskommen. Es gibt immer diejenigen, die sagen, ja, das gehört auch dazu, das wird alles jetzt, auch Q und so weiter, wird alles kontrolliert, und Elon Musk und so weiter. Natürlich, das will ich nicht ausschließen, aber das Bewusstsein und die Fähigkeit, selbstständig zu denken und nicht alles zu glauben, was von den mächtigen Massenmedien uns vorgesetzt wird. Das ist etwas, was nicht gewollt ist, auf gar keinen Fall, und was auch nicht zurückgenommen werden kann. Und deswegen haben wir hier eine besondere Zeit und eine besondere Gelegenheit, als Menschheit auch
diese Dinge im Nahen Osten zu betrachten. Wir sehen jetzt eben nicht nur die eine Seite, wie man uns das vielleicht immer jetzt, sage ich mal, von westlichen Wertebündnis sozusagen immer eintrichtern wollte. Amerika steht auf der Seite Israels, Israel das Land, das die Juden schützt vor den bösen Muslimen ringsum und so weiter. Und deswegen müssen wir alle unterstützen. Das sieht jetzt vielfach eben ganz anders aus, wenn wir uns das angucken, wie sie im Gazastreifen vorgehen und wie auch immer, auch eben mit Semitismus und so weiter. All diese Dinge, die früher funktioniert haben, auch diese Totschlagbegriffe antisemitisch, das relativiert sich doch im Moment ziemlich. Also jeder, der da noch drauf reinfällt, dass jemand sagt, oh, das ist antisemitisch. Ja, der ist einfach natürlich, es gibt diese Menschen, die sind einfach komplett programmiert, aber, und es sind, ich weiß nicht wie viele, vielleicht ist es auch immer noch eine Mehrheit, aber ganz viele Menschen hinterfragen diese Dinge, weil sie einfach auch andere Seiten sehen einer Geschichte und nicht nur das eine Narrativ, das man uns verkaufen will und von dem wir eigentlich nicht abweichen sollen. Und wir erleben das jetzt, wie man mit Gewalt versucht, jetzt hier alles auf Linie zu bringen. Wir haben jetzt, was weiß ich, bei der Polizei, dass man sagt, da sind 400 Polizisten, die im Verdacht sind, irgendwie rechtsextrem zu sein und die werden dann möglicherweise entlassen. Das heißt, wer nicht auf Linie ist, und das ist eine Linie, ne, wo man sagen kann, das ist eine komplett linke Ideologie, Klimarettung und jeder, der sich für die Interessen und die Freiheit des eigenen Volkes einsetzt, ist natürlich schon Nazi. Volk gibt es natürlich in deren Augen nicht und die sehen überall nur Nazis. Das versucht man eben in die Köpfe zu hämmern und bei vielen sitzt das so tief, dass sie wirklich überall nur noch Nazis sehen und jeder, der Corona-Kritiker ist oder Klimaleugner, ist dann im Grunde auch in Verbindung mit Antisemiten und Reichsbürgern und diese ganzen Schmuddelkisten, ne, spielen nicht mit den Schmuddelkindern, singen nicht ihre Lieder, hat man früher gesagt. Da waren es dann, glaube ich, eher die Linken, die dann die Schmuddelkinder waren. Es hat sich also komplett gedreht. Die Linken heute bei uns ideologisch in der Mehrheit kontrollieren die Medien, die Politik und Leute bei der Polizei, die sich vielleicht auch für den Schutz der Menschen in Deutschland einsetzen und die im täglichen Arbeitsalltag erleben, das ist schon eine Vervielfältigung der Gewalttaten gibt aus bestimmten Gruppen, die man jetzt nicht unbedingt an der Hautfarbe oder Nation festmachen kann oder Glauben, aber die erleben schon im Alltag, dass eigentlich nicht die alten weißen Männer die großen Probleme machen oder die Deutschen in Deutschland jetzt Kinder vor den Zug schubsen oder Messer rausziehen. Oder wenn man heute von irgendeinem großen Bahnhof ausgeht und da durchgeht, dann erleben viele das, dass sie den Eindruck haben, das sind Menschen aus bestimmten Kreisen, die man jetzt gar nicht mit einem Begriff bezeichnen kann, aber es gibt schon etwas, wo man das Gefühl hat, die mögen uns nicht, die provozieren Menschen, die respektieren nicht das allgemeine Zusammenleben, dass man am Bahnhof eben ja, zum Zug geht oder Fahrkarten kauft oder irgendwas zu essen kauft oder zu trinken oder sich einfach aufhalten kann, sondern die eine hohe Aggression haben. Und die Polizisten erleben das und werden aber überall zurechtgestutzt, dass sie das natürlich nicht aus ihrer Erfahrung heraus jetzt Maßnahmen ergreifen dürfen, sondern sie werden zurückgepfiffen und möglicherweise dann aus dem Dienst entfernt, wenn sie
ihre Erfahrungen eben auch artikulieren oder sagen, wir müssen jetzt mal auf die und die Gruppe gucken. Denn das ist nicht gewollt. Es ist gewollt, dass eben hier alle herkommen können, dass alles durchmischt wird, damit wir auch geschwächt werden. Und wie gesagt, wer da nicht auf Linie ist, ob bei der Polizei, in der Politik, in den Medien und so weiter, der wird hier extrem benachteiligt, obwohl eben das Grundgesetz mal so geschrieben war, mit all seinen Fehlern doch zumindest, dass niemand diskriminiert werden darf aufgrund seiner politischen Einstellung. Herkunft und Religion natürlich auch nicht, aber man hat den Eindruck, dass eben Menschen, die aus aller Welt kommen, sofort hier in die Sozialsysteme gehen und Geld bekommen und Wohnungen gebaut werden für Menschen aus aller Welt, während für deutsche Obdachlose dann ja vielleicht ein Kältebus bereitgestellt wird oder sowas im Winter oder die Bahnhofsmission irgendwo, keine Ahnung. Und jeder, der dann sich dazu äußert, wird eben im Kampf gegen rechts bekämpft. Wie auch immer. Aber auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es eben Stimmen, das Manifest für einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat die Granden von ARD, ZDF und Deutschlandradio erkennbar empfindlich getroffen. Jetzt werden fieberhaft die Nestbeschmutzer gesucht. Und der Deutsche Journalistenverband bietet sich allen Ernstes freiwillig als Gehilfe dabei an. Aus schierer Angst vor dem Jobverlust haben einige Unterstützer des Manifests jetzt deshalb ihren Namen nur bei einem Rechtsanwalt hinterlegt. Von Journalisten der ARD-Anstalten, des ZDF und des Deutschlandradios ist zu hören, dass die jeweiligen Chefetagen sich enorm darüber freuen würden, die Namen dieser anonymen Unterstützer des Manifests in die Finger zu bekommen. Von Tichys Einblick. Stattdessen haben sie jemanden gefunden, der das für sie fordert, den Deutschen Journalistenverband, DJV. Dass die Spitzenorganisation der Journalisten in Deutschland sich den Anstalten als Gehilfe für die Identifizierung der ÖRR recht kritischen Journalisten anbiete, ist teils absurd, teils unappetitlich und teils lachhaft. Absurd ist, weil hier eine Gewerkschaft, Mitarbeiter von Unternehmen, in diesem Fall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, völlig unironisch dazu auffordert, Kritik keinesfalls anonym zu äußern, sondern gefälligst Job und Existenz zu riskieren und Missstände nur unter dem eigenen Klarnamen zu melden. Ja, das ist ein längerer Artikel, aber wie gesagt, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird richtig viel Geld verdient. Wir haben das bei uns gesehen, dass da viele 500.000 Euro im Jahr nicht verdienen bekommen. In Dandanten, auch in Österreich, es sind auch solche Zahlen rausgekommen und auch alle Mitarbeiter irgendwie eigentlich richtig gut Geld bekommen. Aber jeder da auch weiß, man muss im Grunde so die Schere im Kopf haben. Das heißt, wenn man jetzt irgendetwas, was nicht in das öffentlich-rechtliche Narrativ gehört, äußert oder veröffentlichen will, dann muss man damit rechnen, dass man eben das nächste Mal irgendwie nicht mehr berücksichtigt wird bei der Verteilung der Gelder oder wie auch immer. Und das ist eine schlimme Welt, in der wir hier leben. Aber es ist eine Matrix, ein System, das versucht, sich aufrechtzuerhalten, eben bisher diejenigen fürstlich entlohnt, die weggucken bei den schlimmsten Verbrechen an der Menschheit in allen Bereichen und die dazu beitragen, dass die Menschen eben nicht erkennen, was läuft und sie klein halten und eben dann diejenigen beschimpfen, die wirklich etwas aufdecken. Und etwas, was dann eben sehr schnell sich verbreitet, ist zum Beispiel jetzt im Kampf gegen die AfD als Opposition. Jetzt sagt der tschechische Geheimdienst, Peter Bystron ist unschuldig. Hammer-Interview am Donnerstag in der größten tschechischen Tageszeitung IDNES. Nach wochenlanger medialer Hetze gegen Peter Bystron spricht der Sprecher des tschechischen Geheimdienstes, Ladislav Sticha, den AfD-Politiker frei. Der Name Bystron wurde von uns nie genannt, heißt es bei IDNES.
Wenn Sie auf unsere Äußerungen zurückblicken, stellen Sie fest, dass weder der Premierminister noch der Minister noch BIS selbst jemals irgendeinen Namen genannt haben, außer zwei Ukrainer, die wir auf die Sanktionsliste gesetzt hatten. Der Fall wird damit zu einem Problem für den Spiegel. Und das tschechische Pendant zu Korrektiv, Deník N, die als erste Büstrons Namen ins Spiel brachten. Also, da wir haben das schon gehabt, ne, mit dem angeblichen Korrektivbericht von einem geheimen Treffen in Potsdam, wo AfD-Politiker auch anwesend waren, aber es war ein privates Treffen, angeblich da von Remigration gesprochen wurde, was aber gar nicht stimmt und CDU-Politiker auch da waren. Aber die Medien haben das so verbreitet, dass bei den Massenmenschen eben hängen geblieben ist. Ah, bei der AfD, die haben besprochen, wie man alle Nichtdeutschen aus Deutschland entfernt, was nicht der Fall ist. Und Peter Büstron hat Geld bekommen von Russischen für russische Interviews oder was auch immer, aufgrund eines tschechischen Geheimdienstberichts. Und auch das ist nicht wahr, aber das bleibt hängen. Das wird groß in der Tagesschau oder sonst wo berichtet. Und wenn dann rauskommt, das stimmt so gar nicht, dann wird man das nicht so groß berichten. Es bleibt also hängen. Aber wie gesagt, ich bin weder Anhänger der AfD noch von irgendeinem in diesem System, aber sehe schon, wie da eben auch schäbig gearbeitet wird. Ja, Kriminalitätsbericht, die Zahl der Kinder, 0 bis 14 Jahre, die verdächtigt sind, eine Straftat verübt zu haben, stieg um 11.000, davon nur 9.000 nicht-deutsche Kinder. Die Zahl der verdächtigen nicht-deutschen Jugendlichen, 14 bis 18 Jahre, stieg sogar um 31,4%, während die Zahl der deutschen Jugendlichen unter den Tatverdächtigen nur um 1% stieg. Also Anstieg bei 31,4% bei nicht-deutschen Jugendlichen. Ja, Bild schreibt, da wird eine ganze Generation von Straftätern herangezogen, deren Gewalt wir völlig schutzlos ausgeliefert sind und davon profitieren seit Jahren die Gegner unserer Demokratie. Ja, das ist natürlich dann wahrscheinlich wieder gemünzt auf eine rechte Partei oder rechte Parteien, die natürlich solche Themen ansprechen. Und warum? Zu Recht. Aber die dürfen es natürlich, weil die sind ja die Gefahr. Die Gefahr kommt ja von rechts und eben nicht von Migranten, natürlich nicht von allen. Ne? Nochmal ganz klar, ich habe überhaupt keine Vorurteile gegen Menschen aus aller Welt. Ich bin viel in der Welt gereist und ich mag es auch, wenn Menschen hier sind und helfe ihnen und habe viel Umgang mit Menschen aller Couleur. Aber es gibt eben, und nochmal, jeder, der irgendwie in Bereichen zu tun hat, wo er, was weiß ich, als Türsteher, als Polizist, als Taxifahrer, und ich war Taxifahrer. Und ich könnte Geschichten erzählen, wer mich am meisten geprellt hat und am dreistesten. Aber ich will das gar nicht, das ist natürlich eigene Erfahrung und Einzelfälle. Aber ist nicht zu sehen, wie viel Menschen wirklich regelmäßig mit dem Messer Bekanntschaft machen, obwohl sie eigentlich nur friedlich irgendwo feiern sollten oder falsch geguckt haben oder sowas. Das kann man nicht wegreden. Das ist so. Und das ist nicht fremdenfeindlich, sondern man kann einfach jetzt nicht von der Politik aus sagen, ja, damit müssen wir leben. Jetzt sind sie halt hier. Das ist ja so die Reaktion der Politik oder eine Armlänge Abstand halten oder Waffenverbotszonen einrichten. Ja, das löst die Probleme nicht. Und es sind keineswegs alle Migranten. Es gibt ganz viele, die hier auch wunderbare Arbeit leisten. Und es sind auch viele hier, die vor, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren nach Deutschland gekommen sind und hier einen Dönerladen oder eine Pizzeria oder einen Eisladen oder sonst was aufgemacht haben oder arbeiten ganz normal. Die selber auch sagen, wie Deutschland mit der Migration umgeht und alle reinlässt und wie sich das Land verändert hat, das finden die genauso nicht gut. Schwieriges Thema und man ist dann sofort in einer Ecke,
Und wenn wir eine bessere Welt wollen, dann muss das irgendwie auch geklärt werden und auch wieder irgendwo gesagt werden, was nicht geht. Und man kann nicht bei den einen weggucken. Ich habe nachher auch wieder, dass irgendwie Menschen, die wirklich Verbrechen begangen haben, freigelassen werden, wenn sie Migranten sind. Andere, ja, sind schon für falsche Gedanken für Jahre weggesperrt. Brisanter Bericht des US-Journalisten Michael Schellenberger. Korrektiv soll in den Wahlkampf eingreifen und die Opposition diskreditieren. Nach dem Korrektivbericht über das Geheimtreffen von Potsdam fragen sich wie unabhängig das Faktenchecker-Portal wirklich ist. Nun hat der amerikanische Investigativjournalist Michael Schellenberger, denke ich mal, der auch an der Enthüllung der Twitter-Files beteiligt war, zusammen mit dem unabhängigen Journalisten Gregory Basak einen Text veröffentlicht, in dem er dem Medien- und Faktenchecker-Portal Korrektiv, aber auch dem Institute for Strategic Dialogue vorwirft, die Wahlen zu Ungunsten der Opposition zu beeinflussen. Ein Bericht von news.de und wie gesagt, die Links dazu bei www.bewusst.tv unter dem Video, nicht bei YouTube, nicht bei Telegram. Und es gibt auch nach einiger Zeit dann immer eine Zusammenfassung der Sendung mit Zeitmarken, wann ich über welches Thema gesprochen habe, für die Leute, die es zu lang und zu langatmig oder zu langweilig ist und die gerne nur Fakten, Fakten, Fakten aneinander gereiht haben wollen. Das gibt es bei mir nicht, bin ich nicht für geeignet. Erste Klimaklage vor Europäischen Menschenrechtsgericht erfolgreich. Die Klimaseniorinnen argumentieren, der Klimawandel mit seinen immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen sei lebensbedrohlich für ältere Personen, vor allem Frauen. Die Schweiz habe es versäumt, Regelungen und Maßnahmen zu treffen, um einen Anstieg der Treibhausgasemissionen sowie der globalen Durchschnittstemperatur auf ein Maß zu begrenzen, das im Einklang mit den Verpflichtungen nach der Menschenrechtskonvention stehe, bestätigt der Gerichtshof ihnen. Und das ist natürlich so absurd, dass man sagt, das Klima kann man kontrollieren und wie viel die Temperaturen ansteigen und diese alten Damen haben natürlich keine Ahnung, aber alle glauben es. Und nochmal, es gab Eiszeiten, es gab Warmzeiten, es gab Zeiten, in denen die Erde viel, viel wärmer da war als jetzt. Und es ist überhaupt kein Problem, dann gibt es eine gute Vegetation und CO2 brauchen die Pflanzen, sie wandeln es um in Sauerstoff. CO2 ist 0,038% in der Atmosphäre und anzunehmen, dass man das reduzieren müsse, ist Schwachsinn. Nochmal, die Natur braucht es, ist aber nicht für das Klima verantwortlich, sondern möglicherweise gibt es eine Korrelation in alten Funden von Eiskernbohrungen und so weiter, wo aber eigentlich auch die Experten sagen, eigentlich ist der CO2-Anstieg gekommen, nachdem es einen Temperaturanstieg gab, weil dann, ja, keine Ahnung was. Aber CO2, wie gesagt, es ist lächerlich zu glauben, dass das Klima bestimmt und dass es jetzt immer heißer wird. Das stimmt auch nicht. Globalen Durchschnittstemperaturen, je nachdem, wie man misst und ab wann man guckt. Und es gab Wetterextreme zu allen Zeiten. Wenn man alte Zeitungen liest, wo es im Winter irgendwie ja, frühlingshaft warm war, das gab es alles mal. Oder eben im Sommer geschneit hat, das gab es alles schon. Trockenheiten, Hochwasser und so weiter, das gab es alles zu allen Zeiten und das Wetter ist nun mal so, dass es sich verändert und die Manipulation natürlich des Wetters findet ja auch statt, die Chemtrails und so weiter. Und ich sag mal, die Naturgeister des Wetters können eigentlich das Ganze gar nicht mehr ausgleichen, was die Menschen alles in das Wettergeschehen eingreifen. Von Natur aus wäre das Wetter wirklich erträglicher für die Menschen, weil es gibt Naturgeister und Wettergeister und die wollen den Menschen eigentlich nichts Böses. Sie sind aber verzweifelt, einigermaßen zu harmonisieren, wie hier überall
eingegriffen wird und die Menschen versuchen, das Wetter zu beeinflussen von allen Seiten. Und dazu gibt es natürlich auch die positiven Seiten, die auch versuchen, das Wetter zu beeinflussen. Es gibt eben die Vorschläge, Essig zu kochen auf dem Balkon, dass das Chemtrails auflösen soll, oder Cloudbuster, Orgonit und so weiter, oder Agnihotra-Rituale und so weiter, was man alles machen kann. Aber es ist ein großes Durcheinander, und zu sagen, Klimawandel findet statt und wir verklagen jetzt den Staat, dass es die Klimaziele einhalten soll, ist einfach dumm. Und bei uns natürlich jetzt auch möglicherweise Fahrverbote, weil die Klimaziele nicht zu erreichen sind und die Leute eben gar nicht so viele Elektroautos kaufen, was natürlich auch Augenwischerei ist und nicht wirklich das Klima retten kann. Aber deswegen wird das angesprochen, dass es Fahrverbote geben wird. Und es sind Eingriffe, das muss uns klar sein, es sind diejenigen Kräfte, die wollen, dass wir überall eingeschränkt werden. Die selber mit Privatjets durch die Gegend fliegen, um jetzt an irgendwelchen Klimatreffen teilzunehmen und dann solche Dinge zu entscheiden für uns, die sich also über andere stellen, die selber natürlich nicht auf ihre großen Autos verzichten, auch nicht grünen Politiker, die keineswegs Elektroautos fahren, sondern auch dicke, schwarze Audis, BMWs, Mercedes, keine Ahnung, was sie fahren. Also diese Bigotterie ist schlimm, und ja, dieses Urteil für die Schweiz oder gegen die Schweiz ist natürlich auch ein Beispiel aus dem Irrenhaus, aus der Matrix-Irrenhaus.
Ex-Didi-Produzent sagt, dieser Skandal könnte schlimmer sein als Jeffrey Epstein. Jesse Waters sagt, das ist ein Anchorman, glaube ich. Jeder Raum in Didis Villen war mit Kameras verkabelt und das wurde für Erpressungsmaterial benutzt. Zitiert die von Rodney Little Rod Jones eingereichte Klage. Darin heißt es, sie brachten diese Leute herein. Viele dieser Leute waren auch aufstrebende junge Künstler in der Musikindustrie. Und dann wurden diese Partys von Motown Records CEO, Universal Records CEO gesponsert. Das geht bis ganz nach oben. Und so brachte man diese Leute in kompromittierende Situationen. Die Drinks waren vergiftet, ihre Videobänder waren heiß. Und dann, am Ende des Tages, wacht man am nächsten Morgen auf und fragt sich, was habe ich getan? Und dann haben sie kompromittierendes Material über dich. Und dann können sie deine Karriere lenken. Sie könnten deine Karriere zerstören und sie haben dich. Und es waren nicht nur Leute aus der Musikbranche, wie sie sagten, es waren auch Sportler, prominente Politiker, und Leute aus der königlichen Familie. Und der ehemalige Leibwächter hat uns auch erzählt, dass Didi ein FBI-Informant war. Er war also ein Spitzel und hat Informationen an das FBI weitergegeben. Und wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir haben es nicht bestätigen können, aber selbst Little Rod sagte, es ist nicht nur wie bei Epstein, es könnte schlimmer sein als Jeffrey Epstein. Und diese Methode, was ich da vorgelesen habe, das ist das, was Jesse Marson schon in einem Interview bei mir vor 13 Jahren oder so gesagt hat, nämlich genau diese Methoden, wie man eben Menschen kontrolliert. Also jeder, der irgendwie in irgendeiner Branche bekannter werden will, ob es Politik oder Musik oder Sport oder sonst was ist, wird irgendwann eingeladen zu irgendeiner Party. Da bekommt er dann irgendwelche Substanzen in den Sekt oder was er gerade trinkt. Dann wird er vielleicht in ein Nebenzimmer geführt, da werden ihm dann alle möglichen Sachen angeboten. Das können junge Mädchen sein, also Minderjährige oder Jungs oder Drogen oder was auch immer. Und man wird dann dabei gefilmt, wie man dann selber unter dem Einfluss von Drogen möglicherweise Sachen macht, die man normalerweise nicht machen würde, enthemmt, wie auch immer. Man wird dabei gefilmt und dann ist man in Zukunft quasi immer an der Hand derjenigen, die dieses Material haben. Und so funktionieren die ganzen Machtstrukturen auf der Erde. Dass alle, die irgendwie ein bisschen größer werden, diese Situation durchlaufen haben und kontrolliert werden können. Und natürlich deswegen keiner von denen jemals irgendwie auch von selber was sagen kann. Viele sind eben Opfer und Täter zugleich. Sie nehmen dann irgendwann an Ritualen teil, wo noch viel schlimmere Dinge geschehen als. Es ist alles schlimm. Ich will es auch gar nicht weiter ausführen, aber es ist die Struktur der dunklen Mächte auf dieser Erde und sie geht in alle Bereiche und wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir es möglicherweise mit den Menschen, die wir im Fernsehen sehen oder sonst wo, die egal aus welchem Bereich, mit Leuten zu tun haben, die irgendwie damit zu tun haben. Ob sie es jetzt freiwillig machen oder dazu gezwungen werden und da selber nicht rauskommen. Das ist die Frage. Ich denke, in einer besseren Welt müssen die Dinge einfach ans Licht gebracht werden. Und wie man damit umgeht, weiß ich nicht, aber es kann so nicht weitergehen und es sollte verändert werden. So, und dann sagt man natürlich immer, ja, überall Rassisten. 83% der Rassismusfälle Berlins sind unbestätigt. Berlins Sozialsenatorin Kanzele Kizilitepe. Kanzel, SPD, feierte den angeblichen Erfolg im Kampf gegen Diskriminierung. Bei näherer Betrachtung entpuppte sich ihre eingereichte Meldestelle allerdings zweifelsfrei als Rohrkrepierer. Herbeigeredetes Rassismusproblem nicht nachweisbar. Entschuldigung, wenn ich hier nicht perfekt vorlesen kann. Man müsste es rausschneiden. Aber setzt euch selber mal 1,5 Stunden vor die Kamera, redet, lest irgendwas vor und guckt, ob ihr das besser könnt und macht es. Das eifrigst herbeigeredete Rassismusproblem wird nicht einmal von den eigenen Daten gestützt.
wie der Heimatkurier zu berichten wusste. Beispielsweise wurden auch Fälle von Behinderten geführt, an denen der Bus an der Haltestelle vorbeigefahren ist, ohne anzuhalten. Auch die überprüften Fälle von angeblichem Sexismus oder Rassendiskriminierung kommen kaum über Vermutungen oder Spekulationen hinaus. Der Tagesspiegel nahm den Bericht unter die Lupe und stellte fest, dass nur 66 von 813 Beschwerden als Diskriminierung überhaupt bestätigt wurden. Eine junge Richterin, die einem Pfarrer während des Lockdowns den Besuch eines Sterbenden ermöglichte, ist des Verbrechens der Rechtsbeugung angeklagt und steht vor Gericht. Thüringen. Die Grüne blockieren einen SPD-Vorschlag für Amnestie. Also Amnestie gibt es natürlich bei den Grünen für Migranten, für Drogenmissbrauch und so weiter, aber nicht für eine junge Richterin, die einem Pfarrer während des Lockdowns den Besuch eines Sterbenden ermöglichten. Eine bulgarische Zeitung hat einen Artikel über Adrenochrom geschrieben, satanische Drogen der Weltelite. Substanz wird aus dem Blut von Kindern gewonnen, die gefoltert werden, bietet angeblich ewige Jugend und verlängert das Leben. Ich habe eine Übersetzung machen lassen. Ja, Verschwörungstheorien, aber die Extraktion von Adrenochrom eben hat viele Aspekte. Die moderne Theorie der Adrenochromisten bringt ihn in Kontakt mit der Weltelite, die sie nutzt, um die Jugend und das Leben zu verlängern. Die Substanz wird an spezialisierten Standorten für die Vermarktung von Präparaten für die biochemische Forschung verkauft. Vorwürfe der Existenz einer geheimen Organisation, die ihren Mitgliedern große Mengen an Adrenochrom zur Verfügung stellt, erschienen erstmals im Jahr 2013. Laut einer Aussage von wem? Harvey Weinstein hat wohl in einem Deal vor Gericht zugestimmt, um seine Strafe im Austausch für Zeugenaussagen gegen Welt- und Hollywood-Stars zu reduzieren. Da sprach er eben über Drogenhandel, Pädophilie und Kinderhandel. Laut seiner Aussage geschehen schreckliche Dinge auf Epstein's Island. In der strengsten Geheimhaltung werden kleine Kinder dorthin gebracht, um Ehrengäste zu unterhalten. Minderjährige werden schrecklicher Folter ausgesetzt, um das Adrenochrom zu schöpfen. Auf der Besucherliste stünden Tom Hanks, Madonna, Alec Baldwin, Barack Obama, Ben Affleck, Beyoncé, Courtney Love und viele mehr. Madonna selbst veröffentlichte einen Beitrag auf Instagram, in dem sie erklärte, dass sie versprochen, dass ihr versprochen wurde, für eine Dosis zu töten. Und so weiter. Es ist also, viele Hollywood-Stars sprechen oft über die Gräueltaten, die hinter den Kulissen passieren. Mel Gibson sagte zum Beispiel, dass neugeborene Kinder eine Austauschmünze in der satanischen Gesellschaft von Pädophilen in Hollywood sind. Bill Clinton, George Biden, Barack Obama, George Soros, die Familie Rothschild, Papst Franziskus, der Dalai Lama und andere Prominente werden ebenfalls beschuldigt, Adrenochrom verwendet zu haben. Wie gesagt, ein Artikel aus Bulgarien. Okay. Elektrofahrzeuge zerfressen die Reifen viel schneller. Jeder, der sich ein Elektrofahrzeug gekauft hatte, weil er glaubt, dies sei ein kluger, grüner Ansatz, wird schockiert sein, wenn er erfährt, dass Elektrofahrzeuge die Reifen in einem erschreckend hohen Maße auffressen. Aufgrund ihres relativ hohen Gewichts, so eine Quelle, verbrauchen E-Fahrzeuge Reifen, als ginge es niemandem etwas an, was zu Bergen von überschüssigem Reifenabfall und zu hohen Rechnungen für Reifen und Infrastruktur führt. Britisches Amt für Statistik lässt Bombe platzen. Im Alter. Nein, Quatsch. Im letzten Jahr waren 9 von 10 deklarierten Covid-Todesfällen vollständig dreifach geimpft. Artikel von Legitim.ch. Ich werde es, wie gesagt, verlinken. Brandanschlag auf Fitnesscenter durch die Antifa. Vor 1,5 Wochen wurde bei einem Brand im Karnener Weg in Halle, Saale, ein Gebäude zerstört
in das eine Muckibude einziehen wollte. Fitnessgeräte standen bereits in den Räumlichkeiten. Auf einem linken Portal schickte die Antifa Ostergrüße an die Betreiber. Weiter heißt es, in Halle werden immer wieder Versuche gestartet, eine rechtsextreme Szene zu etablieren oder diese zu stärken. So auch mit der geplanten Eröffnung des Kampfsportzentrums Gladiator Fight Academy. Nun zeige sich Halle von seiner besten Seite und lässt keinen Platz für die strukturelle Ausbildung von militanten Faschos. Die Antifa gibt also eine Straftat und einen Brandanschlag zu. Ein Artikel von dubisthalle.de, Nachbrand im Karnenaer Weg. Antifa sendet Ostergrüße. Tagesschau berichtet über Kirschblüsch in Japan, nicht über Messerangriff auf Mädchen. Nachdem ein 34-jähriger Syrer in einem Supermarkt ein 4-jähriges Mädchen niedergestochen hatte, konnte die Polizei den dringend Tatverdächtigen festnehmen. In Wangen im Allgäu. Die Tagesschau sah in dem brutalen Messerangriff keine Relevanz, berichtet weder am Tag der Tat noch danach. Am nächsten Tag, am Donnerstag, über den brutalen Messerangriff, aber über die Kirschblüte in Japan. Brisante Zahlen der Arbeitsagentur. So viele arbeitsfähige Migranten erhalten dauerhaft Bürgergeld. Immer mehr Bürgergeldempfänger haben einen Migrationshintergrund. Zugleich werden durch die neue Staatsbürgerschaftsreform Einbürgerungen massiv erleichtert. Nun zeigen neue Statistiken der Bundesagentur für Arbeit, die in News vorliegen, dass überproportional Ausländer in Deutschland dauerhaft Stütze erhalten. Und das, obwohl sie arbeitsfähig sind. Ja, ich weiß gar nicht, was ich vorlesen. Okay, kurz Nachrichten. Zu westlich gekleidet. Jugendliche Moslems prügeln Mädchen ins Koma. In Montpellier in Frankreich. Ein 14-jähriges Mädchen ist im südfranzösischen Montpellier von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und ins Koma geprügelt worden. Weil sie aufgrund ihrer westlichen Kleidung eben gemobbt wurde. Islamkritiker. Ich kann in Deutschland nicht ohne Personenschutz auf die Straße. Berlin. Gilt als einer der härtesten Kritiker des politischen Islam, deckte Antisemitismus in Medien, Universitäten und Schulen auf. Da, seit Jahren kann sich Ahmad Mansur nicht mehr frei bewegen. Er hält täglich Morddrohungen. Er ist Zielscheibe von radikalen Islamisten und linken Aktivisten. Lehrerin von Migrantenklasse packt aus, ich hatte jeden Tag Angst vor dieser Schulhölle, Görlitz, Sachsen. Sie wollte Lehrerin werden und erlebte einen Albtraum. Marlies Lenz kam als Quereinsteigerin in eine sächsische Mittelschule, um Migranten ohne Sprachkenntnisse zu unterrichten. Die Jungs prügelten dauernd aufeinander ein. Wenn ich etwas in einem Heft zeigen wollte, schlugen sie mir sogar auf die Hände. Es war auch fehlender Respekt vor mir als Frau. Von Steuergeld finanziertes Projekt berät auf Arabisch und Türkisch. So viel Bürgergeld erhalten sie in Deutschland. Der Bund finanziert Social-Media-Projekte, die auf Arabisch, Türkisch oder Französisch erklären, wie viel Bürgergeld es in Deutschland gibt und wie Migranten an ein langfristiges Aufenthaltsrecht kommen. Unbegleitete minderjährige Ausländer kosten Dortmund 130,5 Millionen Euro, während Dortmunds Stadtkämmerer angesichts des Millionenlochs in der Kasse strenge Haushaltsdisziplin fordert, ist man bei der Alimentierung fremder Heerscharen weiterhin großzügig. So soll die Pauschale für die Versorgung unbegleiteter minderjähriger Ausländer demnächst auf jeweils 4.547 Euro monatlich angehoben werden. Heimatkurier aus Österreich. In Hamburg treffen sich ungestört hunderte Islamisten und die Politik schweigt. Osterwochenende soll ein bekannter Salafist vor bis zu 400 Menschen aufgetreten sein. Regierungsmitglieder, die sich sonst vehement gegen Extremismus von rechts positionieren, sind eigenartig still, wenn es um den politischen Islam geht. Weiterlesen auf NZZ, Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Frontalangriff auf die Meinungsfreiheit. Wenn Menschen Repressalien fürchten müssen, sobald sie die Regierung oder ihre Protagonisten kritisieren, dann verlassen wir den Pfad der Rechtsstaatlichkeit. Was der Verfassungsschutz hier aussagt, ist selbst geradezu verfassungswidrig. Von jungefreiheit.de, das sind eben jetzt, wie gesagt, kann man alles weiterlesen. Polizist zu Messertaten. Viele Täter sind Migranten, da müssen wir uns ehrlich machen.
Ja, der im Verhältnis überwiegende Teil der Tatverdächtigen sind Migranten. In Deutschland sind wir Weltmeister im Tabuisieren und Ignorieren, aus Angst in falsche Ecken gestellt zu werden. Dieses Verhalten löst aber keine Probleme. Im Gegenteil, denn dieses Verhalten schafft erst Probleme. Also im Fokus. Haldenwang stellt sich selbst in die Tradition der Gestapo. Die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Dieser Satz des Schattenmannes überschreitet selbst, so wie er gemeint hat, die Grenzen der Meinungsfreiheit. Die Exekutive hat über Grundrechte nicht zu verfügen, schon gar nicht ein nachgeordneter Geheimdienst. Haldenwang gehört dafür vom Innenministerium dienstrechtlich gemaßregelt oder entlassen. 13-jähriger Bulgare ermordet Obdachlosen und kommt sofort wieder frei. Dortmund. Erst Festnahme, dann unverzügliche Freilassung. Er tötet also einen Obdachlosen mit mehreren Messerstichen und kommt aufgrund seines Alters mit der Tat davon. Da der ermittelte Täter nicht strafmündig ist, wurde das Ermittlungsverfahren unverzüglich eingestellt. Gut, nicht aufregen, auch wenn es ja manchmal Gründe gäbe, sich aufzuregen. So, dann schauen wir mal auf die Screenshots. Da muss ich wieder sehen, dass ich in die richtige Richtung scrolle. Laut Israel hat ist auch Frankreich an Abwehr von iranischen Angriff beteiligt. An so vielen Tagen droht jetzt das Fahrverbot. Alle Wochenenden ab Juli betroffen. Autofahrer und Wirtschaft alarmiert. Ferienbranche warnt vor katastrophalen Auswirkungen. Bild-Zeitungsstil, aber. Schriftzug Zeichen für Rechtsextremismus. Ich zeige es mal. USA steht drauf. Zalando warnt vor USA-Schriftzug. Für den Online-Händler steckt hinter den drei Buchstaben eine Hitler-Botschaft. Das ist so absurd. Kommt man nicht drauf. Unser seliger Adolf. USA. USA. Unser seliger Adolf. Also, wenn man überall Nazi-Sprüche sucht, also ich könnte mir da Gedanken machen. Also, wenn es dafür Geld gibt, Kampf gegen rechts, überall jede Kombination von Buchstaben. Es gibt ja Adolf, es gibt Hitler, es gibt Führer, es gibt Nazi. Also, wir haben schon jetzt fünf Buchstaben belegt. Dann ist natürlich die Zahl des Buchstabens im Alphabet ist dann auch verdächtig, also 18, klar, 88, oh je, und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wenn man überall Nazis sehen will. Sondervermögen der Bundeswehr fast aufgebraucht, fast 100 Milliarden Euro schon weg. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Es ist ja kein Sondervermögen, es sind ja Schulden, aber ich weiß es nicht, wo es herkommt. CSU lehnt politische Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen ab. Aber was hat er alles gesagt? Söder kündigt de facto Lockdown für Ungeimpfte in Bayern an. Debatte über alle allgemeine Impfpflicht. Die CSU-Spitze ist dafür. FFP2 Maskenpflicht im ÖPNV und Einzelhandel. CSU. Ja, aber eine politische Aufarbeitung wird abgelehnt. Toll. Gesetze gegen Hate Speech oder Delegitimierung des Staates erinnern an das Heimtücke-Gesetz der Nazis. In beiden Fällen sind die Bestimmungen unklar und dienen nur der Einschüchterung. Aus Cicero. Briten warnen vor EM-Spielen in Frankfurt. Größter Slum Deutschlands. Sorry. Also, Frankfurt, größter Slum Deutschlands, Zombie-Stadt, Höllenloch. UEFA sends three Lions fans to Hellhole. Also. Gewaltkriminalität in Deutschland massiv angestiegen. Also Welt am Sonntag. Ich zeige es nur mal, weil interessant ist. Da ist der Artikel Gewaltkriminalität angestiegen. Dann ist da eine Kurve mit einem starken Anstieg. Das sind aber der Börsenboom.
Es ist aber interessant, dass eben, wenn man liest, Gewaltkriminalität massiv angestiegen und man sieht die Kurve, bringt das miteinander in Verbindung, aber möglicherweise ist die Kurve auch ähnlich bei der Gewaltkriminalität. Ja, das ist der Artikel in der rumänischen Zeitung, ne? Oder bulgarisch, oder was? Ich kann die Schrift jetzt auch nicht lesen, okay. Hier gibt es ein Bild von Greta Thunberg. Thunfisch hat naja lange nichts gehört. Ich weiß auch nicht, ob das aktuell ist, aber es ist schön, wie sie dann posiert, wie sie von Polizei mal wieder festgenommen wird. Also die Polizisten machen mit, die Medien machen mit, um den Eindruck zu erwecken, Greta Thunberg wird von der Polizei mal wieder abgeführt. Berliner Freibäder suchen dringend Bademeister für die Saison 2024. Die Frei- und Strandbäder kämpfen mit fehlendem Personal für die Sommersaison. Finden sie keines, droht die Schließung. Ja, ich glaube, da werden ja auch Leute gebraucht, die. Ich weiß es nicht. Wir haben das ja mitbekommen, was da für ein Publikum manchmal ist und dass es dann wirklich auch gewalttätig zugehen kann. Und wer möchte Bademeister sein in so einer Situation? Traurig, dass das alles irgendwie kaputt gemacht wird und die Menschen, die es kaputt machen, merken es nicht oder finden es gut oder was auch immer. Die besten Stelle aus den RKI-Protokollen. Das Hauptrisiko an Covid-19 zu sterben, ist das Alter. Noch ist nicht zu sehen, dass aufgrund des Impfeffekts weniger Alte sterben. Covid-19 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normalen Influenza-Wellen versterben mehr Leute. Immer noch ein hohes Risikovorgabe vom BMG. Bis 1. Juli wird daran nichts geändert. Es gibt keine Evidenz für die allgemeine Nutzung von FFP2-Masken. Lockdowns haben zum Teil schwerere Konsequenzen als Covid selbst. Meinungsfreiheit. Die Polizeigewerkschaft DPOLG Hamburg schreibt selber zu, der Meinungsäußernde ist insbesondere auch nicht gehalten, die der Verfassung zugrunde liegenden Wertsetzungen zu teilen. Da das Grundgesetz zwar auf die Werteloyalität baut, diese aber nicht erzwingt, und postet einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht vom 28. November 2011. Ich glaube, ich habe es schon mal vorgelesen. Die Meinungsfreiheit schützt, ungeachtet politischer Korrektheit, alle Meinungen, ohne dass es dabei darauf ankäme, ob sie sich als wahr oder als unwahr erweisen, ob sie begründet oder grundlos, emotional oder rational sind, oder ob sie als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt werden. Bundesverfassungsgericht Beschluss vom 28.11.2011, 1 BVR 917/09. Unterschied zwischen russischem Angriff Kiew nach dem Angriff und Gazastreifen nach viel kürzerer Zeit des Krieges. Die Polizei in Berlin hat heute ein Gebäude gestürmt, in dem eine Veranstaltung des Palästina-Kongresses stattfand. Vorher wurde die Stromversorgung abgeschaltet. Der Palästina-Kongress ist eine dreitägige Veranstaltung mit erstklassigen internationalen Rednern, Experten und Workshops, um Lösungen zu erarbeiten, wie eine friedliche Koexistenz zwischen Palästinensern und Israelis erreicht werden kann. Der Grund für die Auflösung war, so wie immer, Antisemitismus. Das ist lächerlich, zumal auch jüdische Organisationen an diesem Treffen teilnehmen. Batteriewechsel. Die ersten Tesla-Besitzer sollen 26.000 Euro bezahlen. Ja, ich habe nicht mal ein Auto, was so viel Geld kostet. Das ist nur die Batterie, der Batteriewechsel. Türkei hat die Vereinigten Staaten darüber informiert, dass ihr Luftraum für jegliche Operationen gegen den Iran gesperrt ist. Israelische Regierungsmaschine Doomsday Plane
ist wohl gestartet, angeblich möglicherweise, dass Netanyahu und das Kabinett ausgeflogen wird. Benny Johnson schreibt, das ist sehr schlecht. Gut, ich weiß nicht, wie weit die geflogen sind. Die deutsche Polizei verhaftet einen jüdischen Aktivisten vor dem Palästina-Kongress. Die Polizei nahm das Mitglied der jüdischen Stimme für den Frieden fest, weil es ein Schild mit der Aufschrift trug: Jew against Genocide, also Jude gegen Völkermord. Tausende Kälterekorde im heißesten Februar aller Zeiten. Der Februar 2024 wird als der heißeste aller Zeiten in den Mediengeschichte eingehen, zumindest in Teilen Europas. Während es hierzulande tatsächlich ungewöhnlich, aber nicht außergewöhnlich warm war, zeigte sich das Wetter in Asien von seiner eisigen Seite. Der dortige kälteste Februar aller Zeiten forderte vielfach Menschenleben. Epoch Times. Das habe ich jetzt gar nicht, ne? Eben Gender. Selbstbestimmungsrecht, also jeder darf jetzt entscheiden, ob er sich als Mann oder Frau fühlt. Aber wie verlogen ist das Ganze denn? Im Kriegsfall geht das nicht. Für den Spannungs- und Verteidigungsfall sieht der Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz eine ausgewogene Sonderregelung vor. Für den Dienst an der Waffe soll vorübergehend die rechtliche Zuordnung zum männlichen Geschlecht bestehen bleiben. Wenn ein Änderungsantrag in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Spannungs- oder Verteidigungsfall gestellt wird. Also man kann sich entscheiden, ob er Mann, Frau oder Frau ist oder eine männliche Lesbe, aber wenn es darum geht, dass Männer gebraucht werden im Kriegsfall, dann geht es natürlich nicht. Wie verlogen ist das Ganze? Ich habe das erst nicht geglaubt hier, Bad Breisig, seltenes Phänomen, lesbische Männer. Mit fast 50 Jahren erkennt François Edscheid, dass er ein lesbischer Mann ist. Bis zu dieser Erkenntnis war es für ihn ein steiniger Weg voller Fragen und Selbstzweifel. Nun will er anderen mit seiner Geschichte Mut machen. Generalanzeiger, ich habe geguckt, gibt es die Zeitung, Bad Breisig. Ja, endlich fühlt sich alles richtig an. Lesbische Männer. Ich sag mal so, also ich verstehe unter Lesben eigentlich Frauen, die sich von Frauen angezogen fühlen. Das ist ja auch überhaupt kein Problem. Und ich verstehe unter einem Mann jemand, der einen Schniedel hat, sag ich mal so. Ja? Und XY-Chromosomen und so weiter gibt es ja auch Unterschiede. Also, dass jetzt ein Mann sich als Lesbe empfindet, also ein Mann, der sich als Frau fühlt, die auf Frauen steht, also der auf Frauen steht, dann frage ich mich, wozu? Also wie man sich fühlt, ja, mein Gott, ich weiß es nicht. Das USDA verwendet unzuverlässige PCR-Tests, um Geflügelfarmen zu entvölkern und die US-Lebensmittelversorgung lahmzulegen. Also es werden, das haben wir, glaube ich, auch schon oft erleben müssen, dass irgendwie dann irgendwas getestet wird bei Tieren, Schweinepest, Vogelgrippe und so weiter, und dann Tausende, zigtausende von Tieren gekeult werden. Schrecklich, aufgrund von Tests, die unzuverlässig sind, denn PCR-Tests sind immer unzuverlässig. Weil diese PCR-Methode, hat sogar der Erfinder Carrie B. Mullis, Nobelpreisträger, selber gesagt, ist nicht geeignet, um ansteckende Krankheiten festzustellen. The eclipse could be a further indication of climate change. Sonny Hostin in The View. Also es ist wohl eine amerikanische Sendung, The View, der Blickwinkel. Und sie sagt, also die Sonnenfinsternis könnte auch ein Anzeichen für den Klimawandel sein. Ja, gut. ARD zur Ausländerkriminalität. Statistik verzerrt das Bild. Wendt, komplette Ideologisierung und Belehrungseifer. Die Realitätsflucht der Gebührenjournalisten nimmt inzwischen tragikomische Ausmaße an.
Professor Dr. Rupert Scholz war Bundesverteidigungsminister und Berliner Justizsenator und gilt als einer der führenden Staatsrechtler der Bundesrepublik. Er hat einen persönlichen Artikel bei der FAZ über den Verfassungsschutzchef geschrieben. Also der kommentiert: Mit seinem tendenziösen Artikel hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, ein verräterisches Bekenntnis über sein wahres Demokratie- oder genauer gesagt undemokratisches Amtsverständnis abgelegt. Ein Verfassungsschutzpräsident, der behauptet, die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief, verkennt die maßgeblichen freiheitlichen Grundlagen unserer Demokratie, die naturgemäß auch die Kritik an Regierung und staatlichem Handeln gewährleistet. Jenseits des Strafrechts gibt es keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die im Artikel 5 unseres Grundgesetzes garantiert ist und zum Kernbereich unserer Verfassung gehört. Ein Verfassungsschutzpräsident, der sich anmaßt, solche Schranken über den Rahmen des Strafrechts hinaus quasi via Beschlüsse durch Beobachtung oder willkürliche öffentliche Kommentierung einzuführen, verletzt die Verfassung. Er überschreitet dabei auch die eigenen gesetzlich abgesteckten Kompetenzen. Wenn die Bundesregierung keine Konsequenzen aus dem Verhalten dieses hohen Beamten zieht, lässt sie selbst Zweifel an ihrem Demokratieverständnis aufkommen. Professor Dr. Rupert Scholz, Verfassungsrechtler und Verteidigungsminister AD. Zelensky hat das Highgrove-Haus, ein ehemaliges Herrenhaus von König Charles III., für 20 Millionen Pfund gekauft. Grant Harold, der ehemalige Butler des Königs, sagte, dass der Verkauf seinen Aufzeichnungen zufolge am 29. Februar 2024 abgeschlossen wurde, während des Besuchs von Zelenskys Frau im Vereinigten Königreich. Die Summe des Geschäfts belief sich auf 20 Millionen Pfund. Also wir sollen alle für die Ukraine spenden oder müssen zwangsmäßig von unseren Steuergeldern die Ukraine alimentieren. Und Zelensky kauft eine weitere Immobilie für 20 Millionen. Immobilie ist da ja eigentlich ein verharmlosender Ausdruck. Paul Breitners Münchner Tafel nur noch für Geimpfte. Bayern-Legende setzt 1G durch. Nur mal zur Erinnerung. Kaum noch Neuzulassungen bei E-Autos. Egal. Still und heimlich starten Forscher den Versuch, unsere Erde abzukühlen. Solar Radiation Management soll als Geoengineering-Verfahren unsere Erde abkühlen, um uns so mehr Zeit im Kampf gegen den Klimawandel zu geben. Aus dem Fokus. Aber es ist eine Verschwörungstheorie, dass es Chemtrails gibt. Ne? Die gibt es ja natürlich nicht. CIA-Mitarbeiter heimlich gefilmt. Wir machen Fake-Beiträge in sozialen Medien, um die Leute wirklich wütend zu machen. Lockvogel täuscht CIA-Mitarbeiter und lässt ihn aus dem Nähkästchen plaudern. Und der erzählt, also man kann sozusagen jeden ins Gefängnis bringen, wenn man weiß, was man tun muss. Bundesregierung hält an vorgeschriebener Corona-Impfung für Soldaten fest. Das ergab eine Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine schriftliche Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Leif Erik Holm, die Welt exklusiv vorliegt. Wir hatten ja auch ein Interview darüber, über Soldaten und Impfpflicht. Berliner Morgenpost, hunderte Personen versorgt, viele Einsätze beim Halbmarathon. Beim Berliner Halbmarathon verzweifelten viele Läufer an der unerwarteten Wärme. Es war im April, also ich meine, Marathonläufer, die laufen doch auch im Sommer normalerweise. Und unerwartet viele Personen mussten versorgt werden. Ja, liegt es vielleicht an der Impfung? Ich glaube schon. Stromlücke durch Sahara-Staub deckt Schwachstellen der Energiewende auf. Solarpaneele werden vom Sahara-Staub, da alles anderes als Sahara-Staub ist, wenn man es analysiert, bedeckt und geben weniger Strom ab.
Hirschhausen zu den rund 1,4 Millionen US-Dollar vom März 2021 sind jetzt für die offenbar gute Arbeit von Hirschhausens Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen zwei weitere Zahlungen der Bill und Melinda Gates Stiftung hinzugekommen. Sind das nicht Interessenkonflikte bei Auftritten im Öffentlich-Rechtlichen? Und warum wird das nicht angesprochen? Wer kennt das Reptilienfonds, geprägt 1869 von Bismarck? Reptilienfonds ist ein Haushaltsfonds des Bundeskanzlers, der zu geheimen Zwecken bestimmt ist. Über ihn muss im Einzelnen nicht abgerechnet werden, sodass der Öffentlichkeit die Verwendung dieser Mittel nicht bekannt wird. Der Rettungsdienst wird immer häufiger zu Einsätzen wegen Herzbeschwerden und Schlaganfällen gerufen. Eine Gruppe kritischer Feuerwehrleute spricht jetzt Klartext, was sie für den Grund der ungewöhnlichen Veränderungen hält. Von reitschuster.de. Nachrichtensperre. Deutsche Medien berichten kaum über Ermittlungen gegen Ursula von der Leyen. Derzeit ermitteln EU-Staatsanwälte gegen Ursula von der Leyen. Das ging durch viele Medien, aber nicht oder kaum in Deutschland. Gerald Groß zu 14.850 Euro Strafe für Söder-Beleidigung verurteilt. Aber Satiriker darf AfD Frau Weidel als Nazischlampe bezeichnen. Also unterschiedliche Rechtsauffassungen. Das eine ist eben strafverwehrt, das andere darf man. Wenn es für AfD-Politiker ist, da darf man alles sagen. Weil sie anders wählten als erwünscht. Deutsche Politiker wollen Slowakei aus der EU werfen. Russland hat am Dienstag eine Untersuchung zur Finanzierung des Terrorismus eingeleitet, die westliche Länder betrifft, und erklärt, dass von US-Firmen in der Ukraine erhaltene Gelder, darunter eines, das Joe Bidens Sohn beschäftigte, für Terroranschläge in Russland verwendet wurde. Es wurde festgestellt, dass Finanzmittel, die in den letzten Jahren von in der Ukraine tätigen kommerziellen Organisationen, darunter dem Öl- und Gasunternehmen Burisma Holding, erhalten wurde, für die Durchführung terroristischer Handlungen innerhalb Russlands verwendet wurden, sagte das Komitee. Schon Hamburger Anwohner und Passanten treiben sich verwundert die Augen in absoluter Bestlage. Direkt im Naherholungsgebiet am Ögendorfer See in Hamburg-Billstedt sind im Auftrag der Stadtverwaltung mehr als 100 nagelneue Reihenhäuser entstanden, und zwar ausschließlich für illegale Migranten. Die Wohnungen, die mitunter über zwei Etagen verfügen, haben eine Größe von bis zu 136 Quadratmetern inklusive Gärten und Grünanlagen. Wohnungssuchende mit deutschem Pass werden eiskalt mit einem Schild abgespeist. Diese Wohnungen sind nicht zu vermieten. Nochmal was zu den Gefühlen, die viele von uns vielleicht auch kennen. Und Dagmar Neubronner hat das geschrieben. Das habe ich dem Verzagten in der Mutgrube geschrieben. Ich finde es ganz schön. Diese Momente kenne ich gut, wo ich mich plötzlich wieder klein und ohnmächtig fühle und denke, was, wenn die uns einfach vernichten mit Hilfe der schlafenden Mehrheit? Was, wenn all unsere guten Gedanken und Gefühle doch nichts bringen? Was, wenn unsere Zuversicht und Fröhlichkeit nur naive Dummheit ist? Was, wenn die Dunklen gewinnen? Ich vermute, das kennt jeder, gerade wenn solche hammerharten Informationen über deren Pläne auf uns einhämmern. Mir hilft dann, diese Gedanken nicht zu leugnen oder mir zu verbieten, sondern ich sage dann, ja, das wäre echt blöd. Und wenn ich dann weiter damit umgehe, wird mir klar, dass es für mich, egal wie es ausgeht, keine Alternative gibt zu diesem Weg, den ich gehe. Nämlich den Weg zu mir selbst, in meine Essenz, die sich liebevoll, licht und leicht anfühlt. Und wenn ich an dem Punkt bin, fällt mir auch wieder ein, wie viele dunkle Pläne schon nicht geklappt haben. Ich finde, es ist ein ständiges Balancieren, die dunklen Pläne zur Kenntnis zu nehmen, ohne sie mit meiner Angst manifestieren zu helfen. Ich jedenfalls durchlebe immer mal wieder solche Anfälle von Verzagtheit und in dem »Hier stehe ich und kann und will trotz alledem nur so sein, wie ich bin« finde ich dann wieder in meine Fröhlichkeit und Gelassenheit. Wie heißt es in einem Bach-Choral? »Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe«. Droht Ukraine Teilung wie Deutschland 1945 aus der Bild-Zeitung? Heikler NATO-Plan? Das Verteidigungsbündnis überlegt, einen Teil der ukrainischen Gebiete an Russland abzutreten, im Austausch für den Beitritt der Ukraine zu den Verbündeten.
man ja schon mal früher überlegen kann, wie viele sind gestorben in der Zeit. Dagegen, dass die Polizei ihre Tochter wegen politisch unliebsamer Posts aus dem Unterricht führte, klagte nun Lorettas Mutter. Sie verlangte eine Rehabilitation. Da sich sowohl der Innenminister als auch die Bildungsministerium mehrfach demonstrativ hinter dieses robuste Vorgehen ihrer Bediensteten stellte, wäre bei einer erfolgreichen Klage der Mutter personelle Konsequenzen unumgänglich. Schweizer kämpfen in der Ukraine, Militärjustiz ermittelt schon in 14 Fällen. Die schwärzen RKI-Protokolle, Stefan Homburg hat schon geschrieben, ich verstehe nicht, warum man so viel über die Schwärzungen spricht, schon was ungeschwärzte Material gibt für lebenslänglich, gibt lebenslänglich für alle Verantwortlichen her. Tucker Carlson Uncensored, die Menschen wachen auf, das ist die gute Seite einer dunklen Zeit, die Menschen beginnen die Lügen zu bemerken, die Stimmung ändert sich schnell. Hier ist versucht, ich glaube es ist in Russland, ein Bär und jemand versucht ihn zu füttern mit McDonald's, Pommes und Burger. Und erstmal freut mich natürlich das gute Verhältnis zum Bären. Das finde ich wirklich schön, aber der Bär mag weder die Pommes noch den Burger noch das Fleisch aus dem Burger. Gesetzgeber in Tennessee fordern, dass alle Lebensmittel, die einen Impfstoff oder Impfstoffmaterial enthalten, die gleiche medizinische Kennzeichnung tragen müssen wie injizierbare Impfstoffe oder Medikamente. Ja, sorry, wenn ich hier Pausen mache. Es ist wirklich schwer, dieses ganze Material und alles, was ich in den Wochen so sammle als Screenshot. Das ist ja nur Material von 7 Tagen. Dass das schwer ist, das alles zu sortieren und irgendwie in irgendeiner Weise vorzutragen. Oh, schon über 1,5 Stunden. Die nächste Sendung wird ein bisschen später kommen, weil ich nächstes Wochenende auf einem Seminar bin und ich weiß nicht, ob ich Sonntag noch schaffe oder sonst erst Montag. Und zum Schluss wie immer ein Text von Jutta Belle. Warum möchtest du nicht so sein, wie du wirklich bist? Der Grund, warum wir jetzt so intensiv an uns arbeiten, ist, weil wir von der dunklen Seite derzeit so stark bearbeitet werden, weil sie uns so erhalten wollen, wie sie uns in den letzten Jahren geprägt haben. Aber wir wollen unseren Seinsausdruck nach vorne bringen. Auch wenn uns das noch unbekannt ist, haben wir doch den Mut, uns präsentieren zu wollen, die Individualität unseres Selbstes aufdrücken zu wollen, abgeleitet von dem, was ist. Wir wollen uns in unserer Seinskraft nicht manipulieren lassen, sondern immer weiter nach vorne gehen. Arbeite also daran, damit du wirst, wer du wirklich bist. Du musst dich ja nur von etwas lösen und nicht etwas Neues erwerben, sondern dich nur von dem, was dir aufgezwungen worden ist, lösen. Und das bringt Erlösung, und zwar indem du, wenn du dich selbst lebst, aus dem Druck herauskommst. Du hast nur dich selbst zu leben und vor allen Dingen du selbst zu sein. Wenn du die Liebe bist und das lebst, dann hast du mit all der Bedrängnis, die hier im Dunkeln über die Menschheit gestülpt wird, im Grunde genommen nichts zu tun. Die Frage an dich ist, warum willst du diese Bedrängnis weiterhaben? Warum möchtest du nicht so sein, wie du wirklich bist? Tschüss. Braucht es eigentlich wirklich